ihr seht schon, ich bin natürlich gerade nicht schiffbrüchig, sondern ich bin an einem wunderschönen Tropenstrand. Und hier liegen diese riesigen Kokosnüsse rum. Und natürlich hat der Doc sofort gesagt, oh, da müssen wir was machen. Und ja, was es mit diesen Kokosnüssen auf sich hat und was hier sonst noch so unterwegs ist, das erklärt euch jetzt der Doc. Also würde ich mal sagen, ab ins Grüne. Wie herrlich ist das hier? Wo sind wir hier? Ist das Tahiti, Samoa, Vanuatu, die Salomonen oder was mir sonst so an Südseeparadiesen einfällt? Nein, wir sind nicht in der Südsee, wir sind aber am selben Ozean, das ist der Pazifische Ozean. Wir sind im Südwesten von Costa Rica im Rahmen unserer jährlichen Costa Rica-Exkursion mit dem Verein Tropenstation La Gamba und Freunde der Botanischen Gärten in Göttingen. Und hier gibt es natürlich auch Botanik. Ihr habt es schon gesehen, worum es geht. Die Kokosnuss, Cocos nucifera, da steht, ist das Ufer gesäumt von diesen Pflanzen. Und die Kokosnuss gibt es an allen tropischen Stränden. Wo sie ursprünglich herkommt, weiß man gar nicht so recht. Denn solange es Menschen, also in den Tropen Menschen gibt und seefahrende Völker gibt, haben die Kokosnuss natürlich überall mit hingenommen, wo sie hingekommen sind. Denn die Kokosnuss ist ein pflanzliches Kamel quasi, von dem man alles, aber auch alles verwenden kann. Man kann diese riesigen Blätter, das mag 6 Meter lang sein vielleicht, damit kann man die Hütten decken, man kann den Stamm verwenden, man kann natürlich das Kokoswasser trinken, was enorm gesund ist, und man kann diese Fasern hier nutzen, also eine Pflanze, die der Mensch auf jedem Boot mit im Gepäck hat, und außerdem kann sie sich auch ohne Hilfe des Menschen verbreiten. Die Frucht schwimmt nämlich und ist salzwassertauglich. Konnte also so wirklich auch alle tropischen Küsten erreichen. Und ja, eine großartige Pflanze. So sehen wir die Frucht gar nicht bei uns in den Läden. Liegt hier auch eine, da liegt auch. So kennen wir sie. So kennen wir sie von uns. Das ist ja nur das Innere des Samens mit dem Endosperm, mit dem Nährgewebe. Und das ist bei der Kokosnuss eine ganz, ganz große Ausnahme. Das ist flüssig. Das ist eine Flüssigkeit, die extrem nährstoffreich ist, die Phytohormone und sonst was alles enthält. Und die wandelt sich im Laufe der Reife um und setzt sich als dieses weiße, faserige Kokosfleisch fest, was wir dann kennen. Vorher sieht sie so aus, und wie gesagt, diese enorm robusten Fasern kann man für alle möglichen technischen Dinge nutzen, und die gestatten, da wäre sogar noch was drin, die gestatten der Pflanze wirklich auch überall hin zu schwimmen, mit und ohne Hilfe des Menschen. Ja, das ist jetzt sehr, da ist noch jede Menge sehr leckeres Kokoswasser drin. Wenn ich jetzt ein Tico wäre, so nennen sich die Bewohner von Costa Rica, würde ich mir die Machete nehmen und das aufschlagen, aber erstens habe ich keine Machete, zweitens würde ich mich vielleicht nicht trauen, meine Finger sind mir doch recht lieb. Und ja, ihr seht, was man hier alles sehen kann im Rahmen dieser Exkursion. Die Ticos würden sagen Pura Vida, also ein herzliches Pura Vida aus Costa Rica. Pura Vida, das echte, reine Leben. Das kann man natürlich nicht nur in Costa Rica haben, das kann man auch zu Hause vor der Haustür haben. Also vielleicht sehen wir uns im Gelände, vielleicht habt ihr einen Garten, einen Balkon. Also Wunder der Natur gibt es überall und natürlich auch im alten Botanischen Garten. The island gives us what we need. Ist das schon mit drin? Was? Soll das schon mit rein? Nein, das nicht. Aber wir, so. Also ich komme angeschlendert, ne? Wie geil ist das? Ach, das ist ja so schön.